Kondensator. Alter Verwalter. So, obdachlos, das ist ein bisschen weiter voraus in der Geschichte. Das ist nach dem Kondensator passiert. Was jetzt kommt, ich bin gespannt. Episode heißt Obdachlos. Das spielt definitiv auch nach den ganzen Verfolgungsjagden, glaube ich, die wir hatten. Wenn ich das richtig vermute. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall ist es Winter. Wir haben kein Zuhause. Rose Price. Geht's hier irgendwie rein vielleicht? Ich schau mal. Nein. Discount City. Ei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht weg von ihr. Helf ihr. Hey. Was war das, verdammt? Du sollst ihr helfen, verdammt. Nein! Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Hübsch hier. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Foster. Entschuldigung. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß.
Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. 3 Jahre. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Wenn er wüsste. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Er ist sehr nett. Er ist sehr, sehr nett. Und schauen wir uns mal ein bisschen an. Oh Mann, was ist das denn hier? Hi. Hi. Mal ein bisschen aufwärmen am Feuer. Oh Mann. Ja, obdachlos zu sein ist nicht schön. Und ich muss wirklich sagen, wir können froh sein. Uns geht es wirklich gut. Ja. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben Essen zu trinken. Du bist ja am Zittern. Nimmst du Drogen? Uns geht's gut. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Es ist schwer zu erklären. Na, dann lass es doch. Spaß dir. Damit das klar ist. Ich hab keinen Dope und ich hab keinen Bock auf den Scheißdreck. Nein, nein, ich nehme keine Drogen. Okay, das ist die Wahrheit. Kann ich da nochmal reingehen? Nee, da möchte ich doch nicht. Nee, aber wir können echt froh sein. Also wie gesagt, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Uns geht's eigentlich gut. Ja, wenn ich dann sowas sehe. Na. Aber es gibt auch glückliche Menschen, die froh sind über das, was sie haben. Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Voll nett, my lady, sagte zu uns. Hey. Na, da wollte ich gar nicht hin. Sondern hier lang. Kann ich hier rauslaufen? Was steht da oben auf dem... Moment, was steht da oben auf dem Links? Moment, hallo? Was steht da? Your new home is here. Luxury Rental. Okay.
Das ist natürlich nicht so schön. Okay, wir leben direkt an der Autobahn. Alter, was? Springen oder zurückgehen? Man könnte jetzt sogar springen. Uns geht's eigentlich... Was? Wir haben nichts mehr zu essen. Uns geht's richtig gut, ja. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Oh Mann. Ja, klar. Oh Mann. Es geht immer irgendwie aufwärts. Kommst du mit? Na. Man muss immer nur nach vorne schauen. Auch wenn es manchmal sehr... Zaunprobleme. Auch wenn es manchmal sehr hart klingt, aber es ist so. Es ist... Ja. Man muss nach vorne schauen. Jeder hat schon die Erfahrung gemacht. Jeder hat schon Probleme in seinem Leben gemeistert. Ob ich es war, ob du es warst. Jeder hat seine eigenen Probleme schon im Leben gemacht und hat halt... Trotzdem ist er noch da und trotzdem... Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Und trotzdem sind wir noch da und haben das gemeistert, was in unseren Augen ein großes Problem war, oder nicht? Mir ist so kalt. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden. Oder eine Woche. Wahnsinn. Ich bin am Verhungern. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Ja, das Leben kann auch so schwer sein. Es ist so... Na, auch ich habe so eine Scheiße schon erlebt. Also nicht auf der Straße zu leben, aber so lebenmäßig zu nehmen und so. Und irgendwann kommst du einfach an den Punkt, wo du sagst, nein. Nee. Aber gut, ist ein anderes Thema. Aber trotzdem wichtig ist, dass man auch sehr, sehr viele gute, starke Freunde hat und auch Familie hat, die zu einem steht und die immer bei einem ist und einem wieder aufbaut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Und das ist so hart. Ja, ich hatte damals ein paar Depressionen gehabt und so. Und wenn ich das mal so ein bisschen in dem Let's Play jetzt so ein bisschen veröffentlichen kann oder möchte auch. Ich rede da jetzt ganz einfach offen mit euch drüber. Und ich hatte auch damals ein paar Depressionen gehabt letztes Jahr. Und ja, es ist nicht einfach. Ne? Und ich habe auch keinen Ausweg gesehen und tralala und ja, und hab dann halt gedacht, so ist es am einfachsten. Na, ja. Na. Aber gute Freunde und Familie haben mich wieder aufgebaut und haben mir gezeigt, dass es doch weitergeht und nach vorne geht. Und, ja. Das ist klasse. Hier. $1, glaube ich, ne? Oder sind es mehr? Kann ich aufstehen? Oh Mann.
Ja. Wichtig ist, wie gesagt, dass man halt sehr, sehr starke Freunde hat und auch in der Familie halt. Unterstützung bekommt. Natürlich nehmen wir's. Biden kann auch gut helfen, was Geld angeht, oder? Ach, guck mal, hier ist der Schneemann. Ach, da dürfen wir gar nicht lang. Okay. 2959. Ob uns die Zahl irgendwas sagen soll, ich weiß es nicht. Freunde und Familie sind alles, ja. Also bei mir kommt an erster Stelle natürlich Familie und dann natürlich die Freunde. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Personen. Alter, Geldautomat, voll geil. Doch, kannst du. Ich bin kein Dieb. Doch, nimm es. Ich muss es tun. Natürlich. Du brauchst es, auch für den Obdachlosen und tralala. Alter, ich würde so ausrauben. Oh, scheiße, ich würde so feiern. Ich wünsche, ich hätte auch einen Geist. Nee, aber nochmal zurück zum Thema. Nee, ja, es ist. Ist nicht einfach. Ne? Jeder hat so seinen Last getragen. Ne? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Jody, wenn du das Geld gestohlen hast, dann... Es wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich hab dafür niemanden umgebracht. Ich kauf uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Supermarket.